Die schwarze Feder. Es war in jenem extremen Winter, in dem die Schneemassen so gewaltig waren, dass sie das Leben in unserem Dorf weitgehend lahmlegten, dass sich eine seltsame Begebenheit zutrug. Und wenn ich mich recht entsinne, war dies der strengste Winter, den ich je erlebt hatte. Noch faszinierender als der Schnee war für uns Kinder ein alter Mann mit grauem Bart und Kapitänsmütze, der kurz vor Weihnachten auf einmal wie aus dem Nichts auftauchte. Gewöhnlich wird viel geredet, bevor jemand Neues ins Dorf kommt, aber von der Ankunft des Kapitäns wusste niemand etwas. Es war auch nicht bekannt, in welchem Haus er wohnte. Deshalb glaubten die Leute im Dorf auch, dass er gar keine feste Bleibe hatte und wunderten sich, wie der alte Mann in der Kälte überleben konnte. Meiner Mutter hatte ich hoch und heilig versprechen müssen, dass ich mich von dem Fremden fernhalte. Das habe ich auch geschafft. Ganze 2 Tage. Dann siegte allerdings doch die Neugierde. Ich beobachtete den Kapitän, wann immer es ging. Dabei kam mir die Zeit oft ewig lang vor. Und das nicht nur wegen der eisigen Kälte, sondern vor allem, weil nichts passierte. Denn alles, was ich zu sehen bekam, war, dass der alte Mann zwischen den Schneemassen stand und in die Ferne schaute. Irgendwie begann ich ihn zu bemitleiden, weil er mit niemandem reden konnte und ich ihn niemals beim Essen oder Trinken beobachtet hatte. Also entschied ich, ihm ein paar Plätzchen vorbeizubringen. Es war wirklich nicht einfach, das Versteck meiner Mutter zu finden und dann die Leckereien so geschickt verteilt aus den Dosen zu klauen, dass meine Mutter es nicht bemerkte. Ich hatte doch ein mulmiges Gefühl, während ich den Kapitän wieder aus sicherer Entfernung beobachtete. Aber nachdem ich für die Plätzchen praktisch mein Leben riskiert hatte, nahm ich all meinen Mut zusammen und verließ das sichere Versteck. Als der Kapitän mich bemerkte, ging er leicht in die Knie und hielt den Zeigefinger an den Mund. Ich zuckte erschrocken zusammen und traute mich nicht weiterzugehen. Der Kapitän kam direkt auf mich zu. Am liebsten wäre ich davongelaufen. Bitte sprich leise, du störst sonst die fleißigen Helfer in meinem Heim. Ich habe Plätzchen mitgebracht, weil sie doch nichts zu essen haben. Das ist wirklich sehr lieb von dir und ich freue mich, obwohl ich keinen Hunger leide. Wie heißen Sie denn? Kapitän. Aber das ist kein richtiger Name. Und ob das mein richtiger Name ist, da wo ich herkomme, nennt mich jeder so. Und wo... Shh. Warum müssen wir denn still sein? Hier ist doch gar nichts außer Schnee. Oh doch, mein Heim. Und wo soll das sein? Der Kapitän deutete auf einen der Schneeberge am Straßenrand. Ich konnte beim besten Willen nichts erkennen. Mein Heim liegt unter dem Schneehaufen. Ich musste grinsen und ging einige Schritte auf den Schneehaufen zu. Wohnen Sie in einem Iglu? Nein, ich lebe auf der schwarzen Feder. Und was soll das sein? Ich hatte begonnen, im Schneehaufen zu wühlen, woraufhin der Kapitän sofort meine Hand packte und mich scharf ansah. Die schwarze Feder ist mein Schiff. Der Schneehaufen war sehr groß, aber ich konnte beim besten Willen nicht glauben, dass ein Schiff darunter Platz hatte und noch weniger, dass es eine Möglichkeit gab, es dorthin zu bringen. Dann zeigen Sie mir Ihr Schiff. Wenn Sie fertig sind. Wer? Meine fleißigen Helfer. Ich traute mich nicht zu fragen, wie lange das noch dauern würde. Aber nachdem der Kapitän mich nicht weggeschickt hatte, blieb ich einfach stehen. Was folgte, war die längste halbe Stunde meines Lebens. So, genug gewartet. Folge mir. Ich erschrak, weil sich der Kapitän ganz plötzlich aus seiner starren Haltung gelöst hatte und zum ersten Mal richtig laut sprach.
Mit großen Schritten ging ich auf den Schneehaufen zu. Willkommen in meinem Reich. Der Kapitän steckte den rechten Fuß in ein Loch im Schnee, das in etwa so groß war wie sein Stiefel, und verschwand auf einmal vollständig darin. Wie gebannt von dem, was ich gerade gesehen hatte, stürzte ich ganz nah an den Schneehaufen heran und ließ mich vor dem Loch auf die Knie sinken. Mein Herz begann vor Aufregung laut zu pochen. Das hier war Magie. Ich konnte nichts erkennen, was ich aber nicht glauben wollte. Also stellte ich einen Fuß hinein, ohne das Loch genauer untersucht zu haben. Mir wurde schummrig und schwarz vor Augen. Dann fühlte es sich an, als würde ich von einem Wal ausgespuckt. Und plötzlich stand ich auf einem riesigen schwarzen Schiff mit weißen Segeln. Der Kapitän stand am Steuer und lenkte die schwarze Feder über etwas, das auf den ersten Blick aussah wie Wasser, sich auf den zweiten aber als ein Meer aus glitzernden Schneekristallen entpuppte, die große Wellen schlugen. Willkommen auf der schwarzen Feder. Der Kapitän schob mich ins Innere des Schiffes. Als ich die gedeckte Tafel sah, die sich unter der Last von Speisen und Früchten aus aller Welt bog, kam ich mir ziemlich dumm vor, dem Kapitän Plätzchen geschenkt zu haben. Aber dann entdeckte ich das Gebäck meiner Mutter auf silbernem Tablett in der Mitte des Tisches wieder. Setz dich! Ein kleiner, buckliger Mann, der kaum größer war als ich, wuselte um uns herum und schenkte Getränke ein. Ist Ihr Schiff immer schon hier bei uns im Dorf? Ich komme jeden Winter an einen anderen Ort auf der Welt. Im Sommer segle ich auf den Weltmeeren. Eine willkommene Abwechslung, mal auf dem Wasser zu fahren, anstatt im Schnee. Es ist nicht ganz so gleißend hell. Und was machen Sie hier bei uns im Dorf? Ich mache den Menschen eine Freude, indem sie an Weihnachten zusätzliche Geschenke bekommen. Und gelegentlich kommt es auch vor, dass ich ihnen Geschichten von den sieben Weltmeeren erzähle. Der Kapitän lud sich eine riesige Portion Schokoladenpudding mit Früchten auf seinen Teller und setzte in die Sahne noch ein Plätzchen meiner Mutter. Ich kam vor lauter Fragen gar nicht zum Essen. Und deine Helfer unterstützen dich bei der Arbeit mit den Geschenken? Der Kapitän nickte. Die sind ziemlich empfindlich und bockig, Wasserelfen. Wenn sie sich gestört fühlen und nicht ihren Schönheitsschlaf bekommen, dann geht gar nichts mehr. Wir aßen, bis wir uns kugelrund fühlten. Und dann erzählte der Kapitän, nur für mich, eine Geschichte von seinen Reisen auf den Meeren, von fernen Städten, Piraten und einem großen Schatz. Um das Schiff wieder zu verlassen, musste ich über Bord in die Schneewellen springen. Ein bisschen Angst hatte ich schon, aber dann habe ich dem Kapitän einfach vertraut und kam tatsächlich wieder vor dem großen Schneehaufen an. Gleich am nächsten Morgen, der Heiligabend war, bin ich an die gleiche Stelle gegangen. Ich konnte aber weder den Kapitän noch das Loch im Schneehaufen finden. Wahrscheinlich hatte der Kapitän mit der schwarzen Feder bereits wieder Fahrt aufgenommen. Seine Aufgabe bei uns im Dorf war erfüllt. Ich hatte in diesem Jahr nicht ungewöhnlich viele Weihnachtsgeschenke unterm Baum. Aber genau überlegt, habe ich das größte Geschenk überhaupt bekommen, denn ich durfte die schwarze Feder mit eigenen Augen sehen.